Ein Schalter. Ein Schalter! Hab die Datei abgeschlossen. Ist ja nett. Okay. Kapitel 4, schätze ich mal, geht hier. So, ich habe hier kurz ein bisschen gesucht. Und da bin ich ein bisschen weit gekommen, zum Glück. Ach, ich bin im Creative, ja. Ich habe ein Creative gesucht. So, Delete. So. Gut. Bam, 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 bam. Na bitte. Dann kann ich jetzt hier drüber. Und jetzt komme ich nicht mehr da hoch, oder wie? Wie ist das jetzt so? Soll ich hier jetzt einen Jump and Run machen? Ja. Ach, das mag ich jetzt überhaupt nicht. Und da hat ein Huhn eingelegt. Ich habe zufälligerweise gerade noch... Und woher das kommt, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Und da habe ich noch eine Rose und da war ein Block. Mann, ich kann das Jump'n'Run nicht im Creative... nicht im Creative machen, ja. Wenn ich das nicht im Creative schaffen würde, dann wäre ich ja auch schön blöd. Nicht mit Lex. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ah, Mann! Man sollte dann, schätze ich jetzt mal... Na, wenigstens kann ich noch fliegen, so. Ach, und hier geht der Weg weiter. Boah, wie kompliziert. Dum, 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 dum. Okay. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Ich hab hier einen Weg. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Okay, ich lasse es ja schon. Interessant. Ein Schalter. Ein Schalter! Hab die Datei abgeschlossen. Ist ja nett. Okay. Kapitel 4, schätze ich mal, geht hier. Wow. Welche Lecks sind denn das, bitte? Ich möchte gerne wissen, von wo die kommen. Moah. Kapitel 4, Hochmut. Molly, ist hier irgendwas dich an... Ist hier irgendwas, das dich an das Rezept erinnert? Nein, sei leise, sonst wächst du Steve auf. Wenn wir das Rezept nicht finden, sind seine Schlafstörungen die kleinsten Probleme. Er tut uns doch nichts an. Schon damals warst du so naiv, zum Beispiel auf der Hochzeit. Waldemar, es ist ein falscher Zeitpunkt, um mit dir über die Hochzeit von deinem Bruder Sam zu reden. Und außerdem warst du ja... Moment, Steve ist wach, wir müssen verschwinden. Aua, ich bin aber tief gestürzt. Na super, mein Rucksack hatte einen Riss. Alles weg, außer der Warze. Ja. Okay. Wenigstens 10 FPS jetzt. Tut mir echt leid wegen den FPS. Also ich habe null Ahnung, von was das kommen könnte. Der Regen, den höre ich jetzt auch nicht mehr. Schätze ich. Ja, natürlich ist er noch an. Was meinst du denn? Wow. Och nee, schon wieder Jump'n'Run. Ich hasse es, wenn ich keine Jump'n'Runs machen kann. Alter, es leckt so, dass ich nicht mal gescheit Anlauf nehmen kann. Ugh.
das geht nicht. Sorry. Die Map ist super, aber ich packe es einfach nicht. So. Oh Mann. Mit den Legs kann man nicht springen. Hallo? Ja, ist ja interessant. Hallo. Hallo. Okay. Nee, Alter, ich würde die Map so gerne machen. Wieso muss es genau jetzt dann laggen? Wieso? Ich liebe diese Map. Echt. Das ist mein voller Ernst, aber bei Lex kann man nicht springen. Versucht es selber. Ah, ich habe wieder Rüstung. Ach, na toll, danke. So, Adventure-Modus. Ach, Tagebuch. Und ein Knopf. Liebes Tagebuch, Waldemar sah so besorgt aus. Er meinte aber, alles sei in Ordnung. Ich kenne meinen Bruder, er lügt mich an. Mittlerweile glaube ich, dass es keine gute Idee war, ihm zu helfen. Wenn ich nicht mal weiß, wieso. Als er zu mir kam und meinte, wir sollen meine Entführung vortäuschen und ich sollte ihm vertrauen, denn es sei wichtig, glaubte ich ihm. Als er Molly noch reinziehen musste, wurde ich zwar wütend, aber ich wusste, dass es ihm wichtig war. Auch wenn ich es nicht gutheißen konnte, dass er versuchte, sie auf der Straße zu entführen. Vom Ausflug in den Nether trägt sie immer noch Narben. Ich verstehe nur nicht, wieso ich so tun muss, als ob ich ein Gefangener sei. Von wem ist das? Von Sam. Ach, von Sam. Aha. Ach, jetzt bin ich hier nur hin wegen Knopf und so. Interessant. Woo. Aha. Da geht's nicht weiter. Da braucht man Druckplatte. Holzknopf. Ich höre eine vertraute Stimme aus diesem Raum. Das ist aber cool. Brauche ich Knopfi? Wo ist der Knopf? Wo muss ich einen Knopf anbringen? Hä? Hallo? Der Knopf vielleicht. Ah, da. Hab schon gefunden, passt schon. Was ist hier? Ja, danke. Diamanten. Nö, hier ist. Ach. Ich schaue in die falsche Richtung. Hammer. Ah, ein Smaragdi. Oh Gott. Time Challenge! Apropos Time Challenge, ich habe mich dazu entschlossen, bei TPC keine Zeit Challenge zu machen. Ja, ganz richtig. Dazu habe ich mich entschieden. Und was ich mich entscheide, zu dem entscheide ich mich halt, ne? Alter, die Lags sind so scheiße im Video. Es tut mir ja leid, aber... Hä? Das kann man nicht schaffen. Hallo?
Alter, jetzt sprintet ihr nicht. Nee, die Map dauert ja schon lang genug. Ein Emerald Block. Für was muss ich mir das merken? Oh, anscheinend. Also Emerald umlegen oder wie soll das jetzt sein oder vielleicht oder ach, keine Ahnung. So. Ach, ich bin noch im Creative Adventure Mode. So. So. Oh, Glas. Das Glas. Lapis. Okay. Ich möchte ungern ersticken. Wo soll ich hier Luft bekommen? Dann Gold, Lapis, Gold. Okay, merken, Lapis, Gold. Okay, Lapis Gold und da kommt noch mal was. Also ein Rätsel in der Form habe ich noch nicht gesehen. Echt gute Idee. Ah, Eisen. Lapis Gold Eisen. Merken. Und dann Schalter umlegen, würde ich mal sagen. Lapis. Gold, Eisen. Also Lapis, Gold und Eisen gehören auf jeden Fall einmal alle umgelegt. Ich habe auf jeden Fall eine Druckplatte bekommen. Kann ich die einsetzen? Ach hier. Sieht er ja schon rote Wolle. Diamanten und Tagebuch. Tagebuch. Wir haben weder die letzten Zutat gefunden, noch sonst irgendeinen Erfolg. Ich glaube, er wird bald sterben und seine Drohung wahr machen. Das Problem ist, Sam und Molly sterben auch. Steve habe ich nie gesehen. Ich war so besessen von der Forschung. Kein Wunder, dass ich nie gemerkt habe, dass er mich nur ausnutzte. Als er mir Geld für die Forschung anbot, habe ich mir nichts dabei gedacht. Nun bin ich gefangen. Ich bereue es, Steve nie gesehen zu haben. Molly! Bist du nicht meine Mama? Gibt es hier irgendwo einen Dialog? Hallo, Dialog? Dialog? Hallo? Hier gibt es doch sicher irgendwo einen Dialog, oder? Ach, da. Mama! Steve, was machst du hier? Ich will dich befreien. Spinnst du? Du musst gehen. Nicht ohne. Doch, wenn er dich hier erwischt, wirst du auch nur hier eingesperrt. Nimm diesen Hebel und setze ihn auf den Diamantblock. Er muss nach unten zeigen. Aber. Geh! Oh gut. Was schon hier? Hallo? Ein Dialog. Papa, bist du es? Steve, wie bist du hierher gekommen? Wichtiger ist, was du da oben machst. Mach dir darum keine Sorgen. Ein Freund hilft mir. Viel wichtiger ist es, dass du hier rauskommst. Ich weiß nicht wie. Ich habe gehört, dass Nether oben sei. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich schon. Dann verschwinde schnell. Okay, Nether oben. Okay. Das ist ja mal interessant. Dann mache ich hier kurz einen überlangen Part. Ach, habe ich hier jetzt einen Checkpoint aktiviert? Ach, da muss ich das Jump'n'Run nicht mehr machen. Zum Glück.
Ich dachte nämlich schon. Hier ist doch sicher irgendwas, oder? Nö? Na gut. Nether nach oben. Und Diamant nach unten. Nether oben. Diamant nach unten. Hä? Keine Ahnung wieso, aber es ist so. Ach, jetzt bin... Ah, okay.